April 1945. Als die Alliierten die Konzentrationslager der Nationalsozialisten befreiten, wurde großen Teilen der Weltöffentlichkeit erst das wahre Ausmaß von Hitlers mörderischer Diktatur vor Augen geführt. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof begannen die Nürnberger Prozesse, in denen die alliierten Nazi-Größen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit anklagten. Einige von ihnen wurden verurteilt. Doch bei weitem nicht alle standen in Nürnberg vor Gericht. Die Nationalsozialisten, die diese grauenvollen Verbrechen begingen, verschwanden nicht einfach nach 1945. Das ist einfach nicht wahr. Die Wahrheit ist, dass tausende ehemalige Nationalsozialisten, von denen viele furchtbare Gräueltaten begangen hatten, nun für die amerikanische Regierung arbeiteten, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Die schreckliche Liste ihrer Verbrechen reichte von der Beaufsichtigung von Arbeitslagern bis zur Ermordung von Waisenkindern. Nach dem Krieg tauchten sie als Wissenschaftler oder als Geheimdienstagenten in Europa auf und standen in den Diensten der USA. Die US-Regierung war bereit, mit Massenmördern zusammenzuarbeiten, war bereit, sie vor Gericht zu schützen und sie und ihre Tätigkeiten vor dem amerikanischen Volk zu verbergen. Dokumente der amerikanischen Regierung, die in den späten 90er Jahren freigegeben wurden, zeigen, dass viele der früheren Nazis, die für die USA in Europa spionierten, Informationen fälschten. Manche arbeiteten sogar als Doppelagenten für die Sowjetunion. Einige behaupten jedoch, dass diese geheime Strategie der Amerikaner die einzige Möglichkeit gewesen sei, den Kalten Krieg zu gewinnen. Ein heuchlerisches Doppelspiel, doch manchmal heiligt eben der Zweck die Mittel. Es war Teil der amerikanischen Strategie, jeden anzuwerben, der nützliche Informationen beschaffen konnte, egal ob Kriegsverbrecher oder nicht. Wie weit ging die amerikanische Regierung, um die Kriegsakten dieser Männer zu verbergen? Und kennt die amerikanische Öffentlichkeit heute, mehr als 60 Jahre später, die ganze Wahrheit? Sie können natürlich behaupten, dass sie alles ausgehändigt haben. Und wir müssen der Regierung Glauben schenken. Das war ein Skandal. Das war einer der größten Skandale in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes. Deutschland im Frühjahr 1945. Die Alliierten hatten die deutschen Streitkräfte so gut wie besiegt. Viele der Nazi-Größen oder Offiziere hatten jetzt nur noch ein Ziel, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In den letzten Kriegswochen begannen Mitglieder der SS, den Amerikanern ihre Unterstützung anzubieten. Das machten sie natürlich nur deshalb, weil der Krieg eindeutig zu Ende war. Auch der 43-jährige General Reinhard Gehlen wog seine Lage sorgfältig ab. Reinhard Gehlen war ein Generalmajor der deutschen Wehrmacht. Er leitete die Aufklärungsabteilung der Wehrmacht, die Informationen über die Rote Armee sammelte. Gehlen wusste, dass das Ende nahe war. Er hatte Hitler seit dem Zusammenbruch der Ostfront nur schlechte Nachrichten übermittelt. Er begann Hitler die Wahrheit über die Lage im Osten zu sagen, als er das Ende kommen sah. Hitler wollte das nicht hören. Am 9. April 1945 wurde Gehlen von seinem Posten enthoben. Noch im selben Monat bestellte er heimlich seine engsten Mitarbeiter ein, um eine Strategie für die Zeit nach dem Krieg auszuarbeiten. Er sagte zu seinen Mitarbeitern, wir nehmen die wertvollsten Dossiers über die Sowjetunion, kopieren sie und vergraben sie dann an verschiedenen Orten. Sie müssen alles kopieren. Er wollte ein Druckmittel für die späteren Begegnungen mit den Alliierten in der Hinterhand haben. Er wusste, dass es zu einem ideologischen Kräftemessen zwischen Ost und West kommen würde. Und er wollte so einen Vorteil daraus ziehen.
Die Geheimdienstunterlagen wurden sicher in den bayerischen Bergen versteckt. Am 22. Mai 1945 stellte sich Gehlen den amerikanischen Behörden, 15 Tage nach der Kapitulation Deutschlands. Er kündigte an, der amerikanischen Regierung einzigartige Geheimdienstinformationen über die Sowjetunion aushändigen zu können. Die amerikanischen Behörden erkannten den Wert ihres Gefangenen jedoch erst, nachdem ihn ein junger Captain der Army verhört hatte. Captain John Boker war sehr engagiert. Er identifizierte Reinhard Gehlen in einer Verhörzentrale. Er hatte begriffen, dass die USA und die Sowjetunion nach dem Krieg nicht dieselben Interessen verfolgen. Und er wollte alles, was die Deutschen über die Sowjets wussten, nutzen. Boker hatte seit Monaten deutsche Offiziere verhört. Er erfuhr von ihnen, was in höheren Kreisen der amerikanischen Regierung schon länger bekannt war. Stalins Plan war es, trotz früherer Zusicherungen, den Kommunismus in Europa so weit wie möglich auszudehnen. Gehlen malte die sowjetische Gefahr für den Westen an die Wand und Captain Boker sah das ebenso. Gehlen hat meisterhaft mit unserer Angst vor der Sowjetunion gespielt. Er erzählte Boker genau das, was er hören wollte. Die Sowjets wären eine große Bedrohung, ihr Hunger nach neuem Land wäre unstillbar und er, Gehlen, der Experte für diese neue Bedrohung. Wenige Monate nachdem Gehlen sich gestellt hatte, wurden seine Akten in den Alpen geborgen. Während Analysten des amerikanischen Geheimdienstes sie begutachteten, entschied das Pentagon, Gehlen und seine Mitarbeiter in die USA bringen zu lassen. Am 15. August 1945 verkündeten die Japaner die bedingungslose Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. 9 Tage später wurden Gehlen und seine Männer heimlich in die USA gebracht. Wenn das bekannt geworden wäre, wäre das eine politische Katastrophe gewesen. Man hätte ja zu Recht geglaubt, dass wir Nationalsozialisten aufgenommen hätten. Wir wollten sie damals hängen sehen und jetzt arbeiteten wir mit diesem deutschen General zusammen. Gehlen bestand darauf, niemals Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Doch er wusste genau, dass er als General für seine Taten in den Nürnberger Prozessen angeklagt werden konnte. Kaum in Fort Hunt in Virginia angekommen, erfand er sich für seine amerikanischen Kollegen neu. In Fort Hunt stellte er sich als einen reinen Spion dar, der in dieser Phase des Spiels ein eingefleischter Antikommunist ist. Ein überaus fähiger Spionageexperte, der nur für diese Sache arbeiten will. Dem Autor Christopher Simpson zufolge sammelte Gehlen jedoch nicht nur Informationen. Der frühere General war mitverantwortlich für die brutale Behandlung russischer Kriegsgefangener. Gehlen schickte seine Verhörexperten in die Lager. Diese unterbreiteten den Gefangenen ein Angebot, Leben oder Tod. Mit anderen Worten, wenn er mit uns kooperiert und uns die Informationen gibt, die wir brauchen, bekommt ihr etwas zu essen. Wenn nicht, lassen wir euch verhungern. Während die amerikanischen Behörden noch darüber nachdachten, wie sie mit Hitlers Henkern verfahren sollten, verstand Gehlen schnell, dass die sowjetische Strategie in Osteuropa ihn in die Karten spielte. Der Kalte Krieg veränderte die Art, wie man Gehlen wahrnahm. Stalin traf 1945 und 1946 einige bedrohliche Entscheidungen, die eine Debatte über die Zukunft der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen auslöste. Wir merkten, dass den Sowjets nicht zu trauen war. Das hat uns eine ziemliche Angst eingejagt. 1945 beschloss man schließlich, mit Gehlen zusammenzuarbeiten, da man dringend Spione brauchte, die zuverlässige Informationen über die Sowjetunion liefern konnten. Ich habe viele Experten von damals interviewt. Die meisten stimmen darin überein, dass man nicht wusste, was in Osteuropa und der Sowjetunion vorging.
Genau deshalb beendeten die USA die Verfolgung von Nazi-Größen und fingen an, sie zu rekrutieren. Es gab Gegenspionageeinheiten, die nationalsozialistische Kriegsverbrecher jagten. Und es gab Einheiten derselben Organisation, die diese anheuerten, um gegen die Sowjetunion zu arbeiten. Als ich mich in Österreich bei meinem Unteroffizier meldete, hing an der Wand ein Schaubild. Folgende Mitglieder der NSDAP und ihrer Unterorganisationen sind sofort zu verhaften. Wenn man auf diese Leute traf, musste man sie also festnehmen. Ich fragte, was damit jetzt sei. Und er sagte, vergiss es, wir jagen jetzt Kommunisten. Im Sommer 1946 kehrte Gehl nach Deutschland zurück. Hitlers früherer General arbeitete nun für die USA. Er begann, Agenten zu rekrutieren, die Informationen über die Sowjets sammeln sollten. Fast alle Spione, die Gehlen anheuerte, waren ehemalige Nationalsozialisten. Einige waren bekannte Kriegsverbrecher und alle standen nun in den Diensten der USA. Gehlen wollte so schnell wie möglich einen großen Apparat aufbauen. Er wusste, dass sein Überleben davon abhing. Gehlens Spionageapparat war nun die wichtigste nachrichtendienstliche Quelle der Amerikaner in Deutschland. Doch konnte man einem ehemaligen General Nazi-Deutschlands vertrauen? Diese Frage stellten sich die amerikanischen Geheimdienste in den nächsten Jahren immer wieder. Inzwischen gingen die amerikanischen Behörden eine weitere geheime Allianz mit ehemaligen Nazis ein. Man wollte die wissenschaftlichen Forschungen der Deutschen nutzen. Daraus entstand dann Project Paperclip. September 1946. Vor gut einem Jahr hatte der frühere General der Wehrmacht Reinhard Gehlen für die USA zu arbeiten begonnen. Nun sollten auch deutsche Wissenschaftler und Ingenieure für die USA arbeiten. Diese streng geheime Operation wurde vom Vereinigten Generalstab unter dem Codenamen Paperclip, Büroklammer, auf den Weg gebracht. Der Name des Projekts stammte von den Büroklammern, die die Akten der deutschen Wissenschaftler zusammenhielten. Dieses Projekt sollte deutsche Wissenschaftler in die USA bringen, um sie für das US-Militär arbeiten zu lassen. Den Richtlinien von Präsident Harry Truman zufolge sollten Kriegsverbrecher von dem Programm ausgeschlossen werden. Doch der Vereinigte Generalstab sah sich durch diese Einschränkung daran gehindert, die deutschen Wissenschaftler schnell zu rekrutieren, bevor es die Sowjets taten. Es wurden Überprüfungen durchgeführt. Und bei manchen wurden die Vorgaben von Präsident Truman missachtet. Es wurden keine groß angelegten Untersuchungen durchgeführt, wenn man es mit Hunderten von Wissenschaftlern zu tun hatte. Die Papiere dieser Leute waren undurchsichtig. Fand man keinen konkreten Hinweis, wurden sie aufgenommen. Man hat die Akten einfach frisiert und die blütenweißen Dossiers ins Außenministerium geschickt. So auch das Dossier von Arthur Rudolph. Später wurde er als Leiter des Saturn-V-Raketenprogramms, durch das der erste bemannte Mondflug ermöglicht wurde, berühmt. Arthur Rudolph war Betriebsdirektor der V-2-Produktionsanlage Mittelwerk in den Stollen des Kohnstein. Für den Bau der Raketen setzte er Häftlinge aus dem KZ Mittelbau-Dora ein. Die KZ-Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen die Raketenproduktion vorantreiben. Es gab keine ausreichende Belüftung. Die Luft war durch die Arbeiten immer voller Staub. Hier starben viele Häftlinge wegen der unmenschlichen Bedingungen in den Stollen und wegen der Misshandlungen durch das Zivilpersonal und die Wachmannschaften der SS. All das geschah unter Rudolfs Aufsicht. Er teilte die Lebensmittel ein. Er war für die unwürdigen Lebensbedingungen dieser bemitleidenswerten Menschen verantwortlich.
Experten gehen davon aus, dass in den Stollen des Mittelwerks mindestens 20.000 Menschen starben. Trotz seiner Kriegsverbrechen wurde Rudolf vom amerikanischen Militär rekrutiert. Offiziell wurde er als 100%iger Nationalsozialist eingestuft. Man ging davon aus, dass er interniert werden würde. Aber stattdessen begann er für die USA zu arbeiten. Die amerikanische Regierung unterhielt Ende 1946 zwei geheime Programme, für die hauptsächlich ehemalige Nazis rekrutiert worden waren. Für Project Paperclip arbeiteten deutsche Wissenschaftler in verschiedenen US-Militärbasen. Zur selben Zeit sammelte das Spionagenetz des ehemaligen Generals Reinhard Gehlen in Osteuropa Informationen über die Sowjetunion. Seine Organisation beschäftigte bereits Hunderte von Agenten. Viele waren ehemalige Nationalsozialisten oder Männer und Frauen, die im Dritten Reich mit ihnen arbeiteten. Das Pentagon finanzierte diese Organisation mit einer halben Million Dollar jährlich. Gehlen wurde kaum kontrolliert. Die US Army ließ diese Organisation von zwei Leuten überwachen. Das war's. Bei Gehlen standen, wie auch bei Project Paperclip, Kriegsverbrecher auf der Gehaltsliste. Er hatte versichert, dass er keine Kriegsverbrecher in seiner Organisation beschäftigen würde. Doch die Altlasten aus der Vergangenheit tauchten bei Gehlen wieder auf. Die US Army war nicht daran interessiert, allzu viel über die Rekrutierungspraktiken ihres Spionagenetzwerks zu erfahren. Die US Army fragte ihn, ob er Kriegsverbrecher beschäftigte. Und er sagte nein. Beide Seiten zogen ihren Nutzen aus dieser Ignoranz. Gehlen beschäftigte außerdem Klaus Barbie, einen der grausamsten Kriegsverbrecher. Er war Gestapo-Chef und bekannt als der Schlächter von Lyon. Michel Thomas, ein Mitglied der Résistance, wusste um Barbies Kriegsverbrechen. So auch von Barbies mörderischem Vorgehen gegen eine Gruppe jüdischer Kinder in einem Waisenhaus in der Nähe von Lyon. Barbie ließ das Haus stürmen, nahm alle Kinder mit und verhaftete alle Beteiligten. Er ließ sie alle nach Auschwitz deportieren, in den sicheren Tod. Genau so war er. Nach Kriegsende tarnte sich Barbie als Geheimdienstexperte in Sachen Sowjetunion. Nachdem er für kurze Zeit in der Organisation von Gehlen gearbeitet hatte, wurde er von der CIC, der Spionageabwehrabteilung der US Army, rekrutiert. Der Schlächter von Lyon arbeitete dort bis in die späten 40er Jahre. Schließlich beantragten die französischen Behörden seine Auslieferung. Als seine Gräueltaten in Frankreich öffentlich wurden, schmuggelte die CIC Barbie aus Europa heraus, um ihn zu verstecken. Mithilfe der amerikanischen Behörden wurde Barbie nach Bolivien gebracht. Dort lebte er die nächsten 30 Jahre. Verbrecher wie Barbie schienen im Kalten Krieg von großem geheimdienstlichem Wert zu sein. In den späten 90er Jahren wurden von den USA jedoch Dokumente freigegeben, die Zweifel an der Richtigkeit der Informationen von Gehlens Spionagenetzwerk aufkommen ließen. Sie haben die Gefahr, die für sie von Stalin in Russland ausging, aufgebauscht. Warum haben sie sich nicht einfach an die Fakten gehalten? Die waren schließlich schlimm genug. Sie haben aber behauptet, dass Stalin seine Streitkräfte in Ostdeutschland mobilisieren will und die Absicht hat, Westeuropa anzugreifen. Warum? Wofür hätte man Gehlen gebraucht, wenn man die Sowjets nicht hätte angreifen wollen? Gehlens Erkenntnisse wurden von den amerikanischen Behörden kaum überprüft. Gehlen löste Ende 1947 und Anfang 1948 mehrmals Alarm aus. Manchmal zu Recht und manchmal nicht. Eine gerechtfertigte Warnung betraf die angespannte Lage in der Tschechoslowakei.
1948 ließ Stalin entgegen früherer Zusicherungen die gewählte Regierung der Tschechoslowakei stürzen und installierte ein kommunistisches Regime. Während Washington den Staatsstreich aufmerksam verfolgte, goss Gehlen zusätzlich Öl ins Feuer. Gehlen behauptete, dass die sowjetischen Truppen in der Ostzone hervorragend ausgerüstet seien. Und für eine Offensive im Stil des Blitzkriegs aufmarschbereit sein. General Lucius Clay, Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Deutschland, erhielt die Information von Gehlen. Als Clay die politische Krise in der Tschechoslowakei und die angeblichen sowjetischen Militärvorhaben miteinander in Verbindung brachte, war er überzeugt. Er übermittelte in einem berühmt gewordenen Telegramm seine Bedenken in die USA. Dieses Telegramm wurde dazu benutzt, um die Behauptung zu untermauern, dass ein Krieg mit den Sowjets kurz bevorstand. Doch der Autor Christopher Simpson verweist auf veröffentlichte Dokumente, die zeigen, dass diese Bedrohung übertrieben wurde. Heute wissen wir aus nachrichtendienstlichen Quellen der Army, dass diese Behauptungen falsch waren. Sie wurden nie durch irgendeinen Beweis untermauert. Die Informationen waren wahrscheinlich falsch. Sie sorgten jedoch dafür, dass sich die amerikanischen Geheimdienste weiterhin auf die sowjetische Bedrohung konzentrierten. Ende der 40er Jahre hatte der ehemalige General Reinhard Gehlen durch seine Spionagearbeit kaum hinterfragten Einfluss auf die amerikanischen Nachrichtendienste. Das sollte sich jedoch ändern. Die CIA hatte Angst, den Einfluss auf Gehlens Organisation zu verlieren. Sie glaubte, dass es absolut notwendig wäre, dieses selbst erschaffene Monster zu kontrollieren und die Organisation zu unterwandern. Die US-Regierung hatte der Öffentlichkeit vorenthalten, dass frühere Nationalsozialisten in die Geheimdiensttätigkeiten der Amerikaner eingebunden waren. Die Erbsünde der CIA war die Tatsache, dass dieser von ehemaligen Nazis durchdrungene Spionageapparat ohne Wissen der Öffentlichkeit so stark in die amerikanische Geheimdienstarbeit eingebunden wurde. Die Analysten der CIA wussten nun, dass Gehlen Kriegsverbrecher für seine Organisation rekrutiert hat. Die US Army wollte taktische Informationen über die Truppenbewegungen in Ostdeutschland. Und sie sah über die Rekrutierungsfrage hinweg, solange die Organisation Gehlen diese Informationen beschaffte. Die CIA wusste, dass sie Gehlen genauer überwachen musste. Im Frühjahr 1948 wurde ein junger, hochdekorierter Colonel der Army beauftragt, die immer größer werdende Organisation Gehlen zu untersuchen. Die CIA schickt also James Critchfield zu Gehlen, um ihn zu befragen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die CIA die Verantwortung für die Organisation Gehlen übernehmen müsse. 1992 erklärte der ehemalige Colonel in einem Interview mit der BBC, warum er der CIA empfahl, Gehlen und sein weitverzweigtes Spionagenetzwerk zu behalten. Der Grund dafür, dass ich in meinem Bericht im Dezember 1948 vorschlug, für seine Organisation die Verantwortung zu übernehmen, war, dass wir schlicht keine andere Wahl hatten. Wir hatten keine Spezialisten, die schon Erfahrungen mit den Sowjets gesammelt hatten. Doch die CIA erkannte auch die Gefahr, die von Gehlen ausging. Die CIA stellte fest, dass diese Organisation so groß geworden war, dass sie nun eine Bedrohung für die Demokratie in Westdeutschland darstellte. Sie konnten entweder mit ihr arbeiten, sie kontrollieren und infiltrieren, oder sie würden sich gegen die USA richten. Doch angesichts des aggressiven Verhaltens der Sowjets konnte Gehlen schon bald seine Position verbessern. Im Juni 1948 kam es zur Berlin-Blockade. Stalin wollte die Stadt von jeder Versorgung abschneiden und sie unter seine Kontrolle bringen.
Über die berühmte Luftbrücke nach Berlin-Tempelhof versorgten die Alliierten die Stadt mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Nach knapp einem Jahr lenkte Stalin ein. Diese Krise steigerte die Angst im Westen vor einer drohenden Kriegsgefahr durch die Sowjetunion. In dieser Situation entschied sich die CIA, die Organisation Gehlen weiter arbeiten zu lassen. Colonel Critchfield forderte stärkere Kontrollen der Rekrutierungspraktiken von Gehlen. Bald jedoch wurde ihm klar, dass Gehlen seine eigenen Ziele verfolgte. Gehlen sagt, gut, ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Sobald aber klar ist, dass die CIA die Rechnung übernimmt, schnappt die Falle zu und er sagt, Entschuldigung, Sie haben mich missverstanden. Ich kann Ihnen die Namen meiner Leute nicht geben. Das würde das deutsche Ansehen schmälern. Gehlen erinnerte seine amerikanischen Auftraggeber daran, wie wenig sie über die Führung von Geheimdienstoperationen in Europa wüssten. Ihr Amerikaner seid so naiv. Wir Europäer haben seit Jahrhunderten Erfahrung im Bereich der Spionage. Ich weiß, wie man einen Geheimdienst leitet. Die CIA konnte Gehlen genauso wenig kontrollieren wie die Armee. 1949 gründeten die USA, Kanada und 10 europäische Länder die NATO als Antwort auf die sowjetische Aggression in Osteuropa. Westdeutschland trat dem Bündnis 1955 bei. Jeder Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff auf das ganze Bündnis gewertet. Da die meisten geheimdienstlichen Informationen über die Organisation Gehlen aus dem Osten kamen, wurde sie zum Hauptziel sowjetischer Spione, die NATO infiltrieren wollten. Für die Sowjets war es nach dem Zweiten Weltkrieg schwierig, Leute in die amerikanische Regierung zu schleusen. Doch sie konnten die Organisation Gehlen unterwandern und dadurch an NATO-Geheimnisse herankommen. Die Sowjets wollten geheime Informationen erhalten, indem sie die Kriegsverbrecher, die Gehlen rekrutiert hatte, erpressten und dann für sich arbeiten ließen. Die Sowjets erpressten die Mitarbeiter von Gehlen mit deren Vergangenheit. Sie sagten, wir wissen, was du im Zweiten Weltkrieg getan hast. Wenn du nicht für uns arbeitest, machen wir das publik. Und so wurden einige von Gehlens Spionen zu Doppelagenten, die sowohl die USA als auch die NATO für die Sowjets ausspionierten. Der berüchtigste unter ihnen war Heinz Felfel. Durch ihn wurden Hunderte von Agenten enttarnt. Heinz Felfe war während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der SS. Er arbeitete sich in der Organisation Gehlen nach oben und wurde der Leiter der Gegenspionage Sowjetunion. Und er war ein sowjetischer Maulwurf. Das heißt, dass jede Aktion von Gehlen in der sowjetischen Besatzungszone durch sein Tun von der Sowjetunion unterwandert wurde. Veröffentlichte Dokumente belegen, dass die CIA seit 1949 die Organisation Gehlen überwachte. Einige Mitglieder der CIA wollten nie mit Gehlen zusammenarbeiten. Für sie war Gehlen immer ein Fehler. Obwohl die CIA die Gefahr, die von Heinz Felfe ausging, genau kannte, unternahm sie nichts, um die feindliche Spionage in der Organisation Gehlen zu verhindern. Dem Autor Timothy Naftali zufolge lag die Schuld dafür bei beiden Geheimdiensten. Die Schuld lag bei Gehlen und bei der CIA, weil sie Gehlen nicht genügend unter Druck setzte. Tatsächlich wurde Heinz Felfe erst 1961 von der CIA als KGB-Agent enttarnt und verhaftet. Seit den frühen 1950er Jahren untersuchte die CIA weitere Berichte über die sowjetische Infiltrierung der Organisation Gehlen. Trotz aller Kritik war Gehlen in einem Punkt sehr erfolgreich. Durch seine Anstrengungen gelang es der Bundesrepublik Deutschland, ihren eigenen Geheimdienst aufzubauen. 1956 wird die Organisation Gehlen zum offiziellen westdeutschen Geheimdienst, dem Bundesnachrichtendienst.
Einige behaupten, dass Gehlen von Anfang an auf dieses Ziel hingearbeitet hätte. Er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Er wurde zu einer wichtigen Figur in der deutschen Geschichte. Letztendlich, denke ich, hat Gehlen gewonnen. Doch der wahre Preis, der für den Aufbau der Organisation Gehlen und die Beschäftigung früherer nationalsozialistischer Wissenschaftler gezahlt wurde, wurde auch in den folgenden 40 Jahren nicht offengelegt. In den 70er Jahren begannen einige Amerikaner, die Integration ehemaliger Nationalsozialisten zu hinterfragen. Was machen diese Menschen in unserem Land? Unsere Männer haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und plötzlich werden sie dadurch verhöhnt, dass man Hitlers Henker hierher holt und ihnen Sicherheit und die Vorzüge der Freiheit gibt. Im Frühjahr 1974 erfuhr die New Yorker Kongressabgeordnete Elizabeth Holtzman, dass seit fast 30 Jahren ehemalige Nationalsozialisten oder ihnen nahestehende Wissenschaftler in den USA an Rüstungsprojekten arbeiteten. Jemand, der sich gut mit Einwanderungsangelegenheiten auskannte, erzählte mir, dass die US-Regierung eine Liste von nationalsozialistischen Kriegsverbrechern hätte, die unbehelligt in den USA lebten. Ich dachte zuerst, das sei verrückt. Ich konnte das nicht glauben. This is crazy. I can't believe it. Sie nahm sofort Kontakt zu dem Kommissar der damaligen US-Einwanderungsbehörde, Leonard Chapman, auf. Ich fragte ihn, ist es wahr, dass Sie eine Liste von Nazi-Kriegsverbrechern haben, die in den USA leben? Und er antwortete, ja. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Holtzman startete eine Kampagne, um das amerikanische Einwanderungsgesetz zu ändern. 1978 stimmte der Kongress ihrem Änderungsantrag zu. Ehemaligen nationalsozialistischen Kriegsverbrechern wurde nun die Einreise in die USA verweigert oder sie wurden ausgewiesen. 1979 wurde das OSI, eine dem Justizministerium unterstellte Behörde, gegründet. Das OSI spürt in Amerika lebende nationalsozialistische Kriegsverbrecher auf, um sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. 1980 begann der 25-jährige Anwalt Eli Rosenbaum seine Arbeit beim OSI. Sein erster großer Fall war Arthur Rudolph. Der frühere nationalsozialistische Ingenieur war im Zuge von Project Paperclip 1946 in die USA gebracht worden. In the United States. Arthur Rudolph hatte einen sehr guten Ruf in den USA. Er war eine der Schlüsselfiguren beim Bau der Saturn-V-Rakete, mit der 1969 die ersten Menschen auf den Mond geflogen waren. Rosenbaum war sich sicher, dass an Rudolphs Händen Blut klebte. Einige Jahrzehnte zuvor hatte Rudolph unter unmenschlichen Bedingungen Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora zur Produktion der V-2-Rakete eingesetzt. Zwangsarbeit ist eine Verletzung des Londoner Statuts. Sie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er hätte eigentlich gleich nach dem Krieg für seine Taten bestraft werden müssen. Doch das wurde er nicht. Am 13. Oktober 1982 standen sich die beiden Männer gegenüber. Bei einer aufgezeichneten Befragung versuchte Rosenbaum von Rudolph ein Schuldeingeständnis zu bekommen. Das folgende Gespräch ist ein Ausschnitt aus dieser Befragung. Er schickte diese Menschen in dieses Höllenloch. Er wusste genau, wie es da unten zuging. Ihm waren ihr Leben oder ihre Gesundheit vollkommen gleichgültig. Involved in production had different kinds of little badges, little sewn cloth
indicate what kind of prisoners they were, for instance, political. I don't recall. You sure you don't recall a yellow Star of David? No. You don't recall that? Obwohl Rudolf alles leugnete, gingen Rosenbaum und das OSI davon aus, genügend Hinweise zu haben, um Rudolf strafrechtlich verfolgen zu können. Das OSI wollte seinen Fall vor Gericht bringen. Rudolf verließ das Land, um nicht wegen seiner Kriegsverbrechen abgeschoben zu werden. Das OSI machte unterdessen weiter Jagd auf nationalsozialistische Kriegsverbrecher, die in Amerika lebten. Doch das ganze Ausmaß des Einsatzes ehemaliger Nazis durch US-Geheimdienste während des Kalten Krieges sollte noch für weitere 20 Jahre unter Verschluss bleiben. Selbst die ehemalige Sowjetunion hatte ihre Akten geöffnet. Doch die amerikanische Regierung, die für Offenheit und Demokratie steht, hielt sie noch geheim. Die Autorin Mary Ellen Reese beginnt 1984 mit ihrer 6-jährigen Recherchearbeit über Gehlen und seine Verbindungen zur CIA. Ein sehr hochrangiger CIA-Mitarbeiter sagte zu mir, wir haben Unterlagen über Gehlen, die wir besser nicht aufnehmen. Wir wollen nicht, dass die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß. Die CIA war selbst nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion immer noch nicht bereit, ihre Akten zu öffnen. 1998 wurde im Kongress der Nazi War Crimes Disclosure Act verabschiedet, der von der New Yorker Kongressabgeordneten Carolyn Maloney unterstützt wurde. Das Gesetz verlangte von der CIA Einzelheiten über ihre Beziehungen zu früheren Offizieren des Dritten Reichs, darunter auch Reinhard Gehlen, transparent zu machen. Sie bestanden darauf, dass alles, was die nationale Sicherheit gefährden würde, nicht veröffentlicht werden dürfte. Das war 50, 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 8. Oktober 1998 wurde das Gesetz von Präsident Clinton in Kraft gesetzt. In den nächsten 6 Jahren wurden 8 Millionen Dokumente von der CIA, der US Army und anderen Regierungsstellen veröffentlicht. Die größte Freigabe von Geheimdienstaufzeichnungen in der amerikanischen Geschichte. Timothy Naftali, ein Experte des Kalten Kriegs, hat die Dokumente überprüft, die die Organisation Gehlen betreffen, und ist über seine Entdeckungen schockiert. Als die CIA schließlich Gehlens Informationen analysierte, stellte sie fest, dass 90% davon falsch waren. Sie waren entweder gelogen oder vollkommen wertlos. Naftali ist einer von vielen, die glauben, dass diese irreführenden Geheimdienstinformationen für die USA sehr schädlich waren. Die Vereinigten Staaten haben dafür, dass sie sich auf Gehlen verlassen hatten, einen sehr hohen Preis gezahlt. Unter anderem Nazi-Kriegsverbrecher geschützt zu haben und damit unsere Verpflichtung verletzt zu haben, Kriegsverbrecher zu verfolgen. 2/3 der geheimdienstlichen Rohdaten der NATO kamen von der Organisation Gehlen. Sie spielten während des Kalten Krieges eine sehr wichtige Rolle. Meiner Meinung nach haben sie die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen sehr negativ beeinflusst. Das war für beide Länder nicht hilfreich. Allein Gehlen und sein Gefolge zogen daraus einen Vorteil. Kritiker hinterfragten außerdem, ob Ingenieure wie Arthur Rudolph wirklich einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt der USA geleistet haben. Arthur Rudolph war ein kompetenter Verwalter von großen wissenschaftlichen Forschungsvorhaben. Er hatte sehr gute Managementfähigkeiten. Ich sehe keinen Hinweis darauf, dass die USA Rudolph wirklich gebraucht hätten. Der Widerstandskämpfer und KZ-Überlebende Michel Thomas wurde im März 1945 vom Geheimdienst der US Army angeworben. Zusammen mit den alliierten Truppen war er am 29. April 1945 an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt. Wir hätten nicht einmal in Betracht ziehen sollen, mit den Nationalsozialisten und der Gestapo zusammenzuarbeiten. Unsere Aufgabe war es, sie zu inhaftieren und ihrer Strafe zuzuführen. Ich weiß nicht, ob es irgendeine menschliche Gerechtigkeit für all diese unmenschlichen Taten gibt.
if there is any human justice to all the inhuman activities. No matter where they go or what they do, they always try to remember what to do if the atom bomb explodes right then. It's a bomb, duck and cover. Doch für viele, die unter der stetigen Bedrohung eines Krieges mit der Sowjetunion standen, war diese Entscheidung das kleinere Übel. Robert Livingston war 1946 Angehöriger der Spionageabwehrabteilung der US Army, kurz CIC. Er war in Österreich stationiert. Seine Einheit sammelte Informationen über sowjetische Aktivitäten. Das ist ein Doppelspiel. Man arbeitet mit Leuten zusammen, mit denen man nicht einmal an einem Tisch essen würde, deren Moral manchmal nicht nur zweifelhaft, sondern total verdorben ist. Doch manchmal heiligt eben der Zweck die Mittel. James Critchfield, der die Beziehung zwischen der CIA und Gehlen empfohlen hatte, verteidigte die Zusammenarbeit mit dem früheren deutschen General bis zu seinem Tod im Jahre 2003. Damals ging es bei den Geheimdiensten um Leben und Tod. Deshalb stellte niemand diese Operation in Frage. Critchfield erinnerte die Kritiker daran, dass die Organisation Gehlen für Westdeutschland einen Geheimdienstapparat aufgebaut hatte, der während des gesamten Kalten Krieges für die westliche Allianz gearbeitet hatte. Christopher Simpson stimmt dem zwar zu, stellt aber immer noch in Frage, ob es klug war, mit Gehlen zusammenzuarbeiten. Viele Leute sind der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Nazis nicht unbedingt schlecht war. Die USA erhielten dadurch angeblich mehr wertvolle Geheimdienstinformationen für den Umgang mit Osteuropa und den Sowjets. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht wahr. Die Entscheidung, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, ist einfach korrupt und verdorben. Die Organisationen, die wir für diese Informationen bezahlt haben, können selbige auch verfälschen. Eine Regierung ist von einem Geheimdienst abhängig. Sie kann sich aber nicht sicher sein, ob dessen Informationen auch wirklich korrekt sind. Doch in Krisensituationen steht der Bedarf an Informationen oftmals über ethischen Bedenken. Wir haben heute im Irak genau das gleiche Problem. Mit wem arbeiten wir da? Haben die Informanten eine weiße Weste? Bestimmt nur wenige. Und natürlich ist ein Urteil im Nachhinein sehr viel einfacher als im Hier und Jetzt. Man steht da vor einem großen Problem. Ein leitender Offizier einer Geheimdienstabteilung bekommt von seinen Vorgesetzten den Befehl, Informationen über etwas oder jemanden zu beschaffen. Manchmal muss man in diesem großen politischen Spiel Kompromisse eingehen. Inzwischen werden immer mehr Dokumente aufgrund des Nazi War Crimes Disclosure Act veröffentlicht. Doch die ganze Geschichte von Reinhard Gehlen und den amerikanischen Geheimdiensten wird wohl niemals vollständig aufgeklärt werden. Ob wir schon auf alles Zugriff haben? Nein, keiner hatte die Möglichkeit, in die Archive der CIA zu spazieren. Das Wichtigste ist, dass wir nicht aufgeben, bis wir die ganze Wahrheit herausgefunden haben. Die Geheimdienste geben uns noch immer nicht alle Informationen. Doch das werden sie wohl bald müssen.